Hallo alle zusammen, dies ist Mr. Red Guitar und dies ist das Format, in dem ich euch versuche, Tricks aus einer coolen Nischenkategorie namens Freestyle auf möglichst effiziente und einfache Art und Weise zu erklären. Und ich würde mal sagen, wir legen direkt einfach mal los. Dieser Junge fährt er mir einfach durchs Bild. Um den Trick handelt es sich heute. Das ist der Switchfoot. Zack. Nun, dazu muss ich sagen, es ist wirklich der Trick, den ich wirklich jeden Neuanfänger, Beginner, whatever, zuallererst beibringe, weil dieser Trick einen viel Boardkontrolle verleiht, ein super Einstieg in den Freestyle ist und es ist ein Trick, den man wirklich jederzeit in sein Footwork einbauen kann. Er ist immer synergetisch, wird nie langweilig und lass uns damit loslegen. Zuallererst die Grundstellung. Mit der Hacke auf dem Boden, damit hat man viel mehr Stabilität. Wenn man möchte, kann man das später noch reduzieren. Und nun mit dem Fuß oben an den Schrauben, das ist solide und auch stabil. Und Ziel ist es jetzt, den Fuß durch den anderen zu ersetzen und zu platzieren. Nutzt nun die neu freigewonnene Fläche und platziert euren anderen Fuß, der in der Luft schwebte, um euch auszubalancieren, genau darauf. Am besten genau auf die Schrauben. Finaler Schritt. Haha, Wortwitz, löst euren Knoten und platziert den Fuß auf den vorderen Schrauben. Again. Ein kleines Nebenbeigeheimnis. Und zwar, so wie ihr den Fuß gewechselt habt, reicht der Druck meistens eigentlich aus, um noch auf dem Board gut haften zu bleiben, sobald ihr ungefähr so wie auf dem Bild steht. Der Fuß, ob das Tail oder den Schrauben, man hat dann noch einigermaßen Platz und es sollte eigentlich nichts passieren und man kann gut Balance halten. Ha, wo wir gerade bei Balance sind. Und zwar sollte man wirklich den Fuß nebeneinander platzieren, weil man in der Mitte überhaupt keinen Halt hat und man unweigerlich da vorne fällt. Und das kann auch im Freestyle richtig schießen. Deshalb, auch wenn das ein einfacher Trick eigentlich ist, nehmt euch schön Zeit, überhastet dabei nichts. Es geht überhaupt gar nicht um Geschwindigkeit. Es kommt wirklich mehr auf die Sauberkeit drauf an. Und die Schnelligkeit kommt dann wirklich mit der Zeit. Ich wünsche euch viel Spaß.